On ready. So, Aufnahme läuft. So, hallo. Wir sind wieder da. Geht weiter. Hallo. Aktuelle Let's Game. Hallo, Lars, mit mir und dem Rest. Los, wir können das sofort loslegen. So, dann läuft die Aufnahme. Genau, ihr seht selber, wer alles dabei ist am Thumbnail. Steht die 88 eigentlich für dein Geburtsjahr? Natürlich. Ah, okay. Ja, genau. Ich wollte es hier nochmal klarstellen. Das finde ich gut, dass das auch mal endlich mal auch einmal gesagt wird. Ja. So. Dann geht die Runde endlich mal los. Ne? Okay, ich hoffe, es nimmt alles auf und wir haben nicht den gleichen Aufnahmefail, wie ich vorhin bei der VLDC 11 Aufnahme hatte. Ja, wenn, aber ja, was wir werden sehen. Trinken wir einen kurzen, alles klar. Perfekt. Alles klar, der erste. Okay, let's go. Ich sag Robio. Nicht als erstes im Podcast sein. Ich sag, es ist Robio. Denk dran, Rauchen nee, ist klug. So, mittlerweile kann man auch einstellen, dass die Map während des Dings gewechselt wird. Das heißt, es kann sein, dass wir auch die Map wechseln, wenn wir jetzt bei Skeld gestartet sind. Wir könnten zwischendurch wechseln, auch während des Parts, das wird sich zeigen. Ne? Was bin ich denn jetzt? Ich habe nicht aufgepasst, aber ich bin offenbar Dings, jemand, der was zu tun hat. Aber habe ich eine spezielle Rolle bekommen? Ich glaube nicht. Ich habe absolut nicht aufgepasst. Aber ich sehe schon mal, ich habe hier kein Scientist-Dings ähnliches. Und ich habe auch kein... Oh Gott, wo laufe ich denn lang? Das ist völliger Schwachsinn. Und ich habe auch kein Rent-Symbol. Ja, wie auch immer. Wie auch immer. So. Ich muss jetzt echt böse auf die OBS-Aufnahme gucken. Es ist vorne einfach stehen geblieben, ohne dass ich es gemerkt habe. Es war ganz wild. Mensch! Ich hasse es so sehr. Jetzt geht's natürlich. Klar. Okay. Nico läuft da vorne rum. Überlege immer, ob ich es mir vielleicht lieber auch einfach über die. Okay. Oh, da liegt jemand. Okay, ich kam gerade zu Electrical rein. Der war doch gerade noch bei uns. Und da lag Reggie. Ja, ich kann jetzt erstmal Connen wahrscheinlich zu 95% clearen, weil ich am Anfang ist Connen nach rechts gegangen, nach Weapons, und dann haben wir uns jetzt auch in Admin noch gesehen und er kam jetzt dann hinter mir. Also, ja, Connen würde ich clearen an der Stelle. Das ist korrekt, ich bin schon mal nicht Imposter. Robju ist so komisch am Lachen. Okay. Was ist los, Robju? Ich weiß, wer der Imposter ist, aber ich dachte, ich setze. Erzähl doch mal. Xean ist der Imposter. Das ist der Lüge. Warum? Wie kommst du drauf? Aus welchem Grund? Ich weiß es. Okay, sass. Deswegen hast du ihn direkt schon gewotet, oder was? Ja. Ah, ja. Man kennt. Oh, ich nehme mich erstmal entspannt zurück. Okay. Also, ich bin's nicht übrigens. Ich habe aber auch die ganze Runde niemanden gesehen, außer einmal kurz den guten Connenkun 90 bei den Lights. Ja. Als das ist ja krass, auch, den habe ich auch gesehen. Ich hab Reggie tatsächlich gesehen. Der war mit mir bei Admin und ist dann vor mir rausgegangen. Das heißt, es kann gar nicht lange her sein, weil dann kam Nico gleich hinterher und dann sind wir zusammen zu Electrical und dann scheint er die Leiche gelegen zu haben. Okay. Ich hab die gar nicht gesehen. Also als ich bei Electrical war, war ich noch nicht da. Ja, CM, die haben uns gesehen, am Ende. Aber wenn das kein Shapeshifter war, der da als Reggie im Admin rumgelaufen ist, dann habe ich Reggie kurz vorher noch gesehen. Ja, wenn das kein Shapeshifter war. Aber das kommt hin. Also als ich die Lights ausgemacht habe, lag da noch keine Leiche. Und das ist ja auch die Lights ausgemacht hast? Angemacht. Okay. Das war ein deutscher Versprecher, ja, ich weiß. Leck mich am Arsch. Aber dann. Und Robju, wo warst du? So? An den Kameras. Was hast du da so gesehen? Ah, ja. Ich hab euch alle gesehen auf jeden Fall. Was dich so amüsiert? Ich hab euch alle gesehen. Ja. Das ist schön. Okay. Sahen wir denn auch fotogen aus? Nein. Nur Nico. Mit dem Blumentopf. Mit dem Blumentopf, korrekt? Jetzt,
Jetzt will er sich einschleimen. Das ist ein bisschen sus. Wie war dein Weg bisher? Deine Mutter ist sus, ey. Benny, wie war dein Weg bisher so? Also, der war ganz angenehm. Ja, ich war. Wir haben viel zu viel Zeit fürs Vote, das muss mal minimiert werden, ey. Das könnten wir wirklich mal ein bisschen runterstellen, das ist eigentlich. Also, eine Minute. Ich will nur sagen, dass ich war am Ende noch in MadPay. Okay. Ja, skippen wir mal eine Runde. Oh, wieso wird das noch nicht gesehen, ey? Das schließt sich mir noch nicht, du hast ja nichts gesagt. Ja, aber es wäre doch lustig. So. Okay. Wir haben trotzdem in Electrical haufenweise Kram zu erledigen. Auch wenn da eine Leiche lag. Die muss ja Nico auch jetzt noch, ne? Die Sachen. Er ist ja auch nicht hier grundlos reingelaufen. Ich weiß immer nicht, ob ich klicken muss. Ja, ich muss klicken, okay. Gut. Oh mein Gott, danke. Mag das überhaupt nicht. Okay, zu Navigations müssen wir nachher. Aber erstmal zu Reactor. Ach, das dauert jetzt wieder 3 Jahre. Wow. Doch mal eine andere Taste auch benutzt. Faszinierend. So, und Navigation haben wir noch. Und das war's dann. Dann haben wir schon alle unsere Tasks durch. Ja, ich weiß, dass ich zu Navigation muss. Insofern kann ich jetzt auch erstmal das sabotierte Com sein lassen. Ich weiß ja, wo ich hin muss. Zack. Und wir haben alle Tasks weg. So ein Ding ist das. Da ist Nico wieder am Start. Ich meine, Nico könnte auch Reggie. Nee, Nico kann Reggie nicht gekillt haben. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Da ist Robju. Robju nicht, aber da ist jemand in der Kamera jedenfalls. Da ist, finden wir eine neue Leiche. Das ist jetzt das Einzige, was ich eigentlich tun kann. Eine Leiche finden und bestenfalls nicht zu sterben. Hier liegt keine Leiche rum. Hier liegt keine Leiche rum. Achso, wenn ich in der Nähe wäre, wird ja auch das Reporting aufleuchten. Auch keine Leiche rum. Da liegt auch keine Leiche rum. Dann können wir auch ein bisschen Kamera gucken. Ich denke, wir gewinnen über die Tasks. Benny ist an den Kameras auch. Okay, dann soll der Kamera gucken. Achso, ja, ConanQ90 ist Benny. Falls sich schon jemand gewundert haben sollte. Oh, Robju und Xehan. Sonst ist ja auch keiner mehr außer uns übrig, ne? Das heißt, wir haben jetzt gerade definitiv den Imposter gesehen. Einer von denen muss Imposter sein. Ah, ich kann nicht Kamera gucken, wenn. Doch, kann ich. Da läuft gerade eh keiner rum. Oh! Die sind gerade zu mir rein, ne? In die Security. Ja, jetzt sind wir alle auf einem. Alle auf einem Haufen ist ganz schlecht. Beziehungsweise Benny fehlt. Benny ist nicht hier. Sind alle hier, nur Benny nicht. Was ist denn hier los? Aber wer hat denn dann seine Tasks noch nicht fertig? Ist Benny dead irgendwo? Nein. Tasks müssten noch langsam. Da sind wir, jetzt sind wir alle zusammen. Sind wir tatsächlich alle zusammen.
Alle vereint. Jetzt fehlt nur Nico. Okay, da ist auch Nico. Ja. Komm, ich drück mal. Okay, ich drück mal nicht. Das ist Nico. Wir müssten noch über die Tasks gewinnen. Wir waren alle gerade kurz vereint. Xean, Benny. Wo ist jetzt Robcho hin? Robcho ist auch. Sind alle hier. Okay, ich drück. Wir wuseln da so rum. Sind wir nicht langsam mit den Tasks durch? Ja, ich frage mich ich auch. Nichts mehr zu tun. Wir laufen alle so auf einer Fläche so, hey, hallo, einer von uns ist Imposter, aber wir rennen einfach im Kreis um den Tisch. Ja, und jetzt kam gerade die Nachricht, dass das Guardian Angel benutzt wurde, ja. Ja, okay. Das war so geil. Das heißt, einer hat versucht, jemanden zu töten. Es ergibt sich langsam Gesamtbild. Also irgendeiner von den Innocenten scheint seine Tasks einfach nicht zu machen und der Imposter versucht die ganze Zeit zu killen oder Guardian Angel schützt aber. Also ich bin schon lange durch. Ja, ich auch. Ich auch. Ich auch schon. Ich auch. Ja, ich auch. Also Robcho. Ich gehe ja, davon aus, ich gehe davon aus, dass Robcho seinen Task noch nicht gemacht hat, weil der hat mich literally die ganze Zeit verfolgt und nicht selber Tasks gemacht. Ernsthaft? Ja. Ja, ja, dann sieh mal zu, dass du deine Tasks machst, weil dann gewinnen wir. Dann sehe ich mal zu, dass ich meine Tasks mache. Mach ich doch gern. Gut. Wenn wir langweilig gewinnen wollen, ist ja okay. Okay. Ja, scheinbar ist der Guardian Angel ja gut genug, um den Imposter abzublocken. Also von daher, go ahead. Ja, leider, dass ich es dann jetzt abgebrochen habe, natürlich ärgerlich. War dann schlechtes Timing. Aber wusste ich ja nicht. So, dann folgen wir jetzt Robcho, wie er Tasks macht. Nur nicht auf dem Haufen stehen. Wo ist Robcho jetzt hin? Ach ja. Karte, okay. Hat Benny die Lights gefixt? Wenn jetzt Benny die Lights gefixt hat, würde das ja fast für Xean als Dings. Ich weiß es nicht. Ich finde es ganz schwierig. Okay, wir gehen hier rein. Ups. Scheiße. Benny hat vor unseren Augen Nico gekillt. Ach komm, das würde ich auch sagen, wenn ich Imposter wäre. Du hast es doch jetzt auch gesehen. Außer du hattest gerade tatsächlich, weil du da oben ja stehst, den Dings offen. Ja, da wir über Tasken gewinnen wollen, skippe ich, ne? Oh. Ja, okay, aber wir wissen jetzt, wer es ist. Geil. Ist in Ordnung. Ich hab's leider nicht gesehen, sorry. Ja, dann mach deinen Task noch zu Ende und dann ist auch gut. Ja, ich arbeite dran. Ich hab's tatsächlich auch nicht gesehen, aber... Und wir halten uns einfach von Benny entfernt, dann ist alles gut. Ist egal. Alles klar. Stabil. Er wird jetzt noch einen Kill machen. Er wird jetzt noch einen Kill machen. Und wenn dann Robcho trollt, ich hoffe, dass Robcho nicht trollt. Das wäre schon sehr schlecht. Robcho troll jetzt nicht. Endlich ist er tot, mein Gott. Endlich ist er tot. Das hat aber auch gedauert. Ich hab's gesehen, Conan. Ja, ich hab's auch gesehen. Ja. Ah, nee, nicht du warst es plus zwei, so. Geil. Könnt ihr bitte die Runde beenden? Danke. Ja, danke.
Ich dachte jetzt echt, Robchen wird jetzt Conan Mode. Ja, ich hatte auch so ein bisschen Angst, dass hier wieder der Trollmodus reingeht, aber. Ich hab's ein paar Mal gemacht, aber einmal habe ich Xehan halt retten können, das war cool. Sehr gut. Sehr cool. Auch die Animation zu sehen, das habe ich noch nie gemacht, also habe ich noch nie gesehen. Das war, als du gerade Lights gefixt hast. Nein, 726 Beans, oh, wenn du es nicht siehst. Ehrlich gesagt dachte ich mir das schon fast, also beziehungsweise wie er da noch reingekommen war, aber. Ich bin ja nicht gestorben, also dachte ich mir so, na gut, okay. Sehr interessante Runde auf jeden Fall. Alles klar, nächste Runde. Ja, gehen wir gleich weiter rein. War da in Electrical, war da eigentlich, hat man da mein Haustier noch gesehen? Weil bei mir war das. Liegt tot. Das dann noch, auch als ich schon lange tot war und der Report schon kam. Oh, oh. Lights fixen ist richtig unnötig. Jetzt. So. Okay, Crewmate. Bam. Ja, okay. Da muss ich mich drum kümmern. Sonst haben wir Probleme. Aber er ist ja schon dran. Gut. Dann gehen wir zu Kombi runter. Da oben war grün. Da oben ist gerade grün vorbeigelaufen. Und dann gucken wir mal. Obchu gelb. Na bitte. Jetzt kann ich's wieder. Hä? Ach, das war der Use von dem da unten wahrscheinlich. Ich dachte, es ist Report aufgeblinkt. Okay. Wo müssen wir hin? Komm's. Ja, gut. Gut, dass wir da gerade drin waren. Aber es ist zum Glück nicht weit. Das ist ja auch was. Zack. Oh, okay, Xehan ist tot. Englisch ist mein Lieblingsfach. Der Buddy war jetzt in Navigation. Ich kam gerade von Cafeteria oben rum und warte, wer ist Konenku 90? Benny. Kam gerade mit mir zusammen da aus der Richtung. Heißt, wenn das jetzt nicht ins, schon lange da war, der Buddy, dann kann er es nicht gewesen sein. Aber ja, wo liegt der nochmal? Reggie, wo warst du zum Schluss? In Navigations. Zum Schluss war ich im Reactor. Im Reactor? Okay. Ich hab dich, als ich in Communications war, habe ich dich oben nach rechts Richtung Shields laufen sehen. Es ist zwar schon ein bisschen her, aber es ist ein weiter Weg da bis wieder zum Reactor. Ja, okay. Da habe ich dich mit wem war das? Mit Robchu. Ja. In Reactor ist er. Genau. Okay. Wo kamst du denn dann von da zum Reactor? Dann bist du aber nicht oben rumgegangen. Ja doch, ich bin eine ganze Runde. Doch, muss er. Er ist ja bei Shields rein, dann muss er hoch zu Weapons sein und muss darüber zu Reactor sein. Warum habe ich dich dann nicht gesehen? Wenn er da ist. Ich habe dich einmal gesehen, als du in Cafeteria warst, ganz rechts, aber auch nur gerade so. Aber das war's. Also haben wir uns gerade in Cafeteria verfehlt. Das ist dann natürlich. Ja. Das glaubst du? Es kann theoretisch vom Timing her hinkommen, ja. Ja, nein, kann es nicht. Kann es überhaupt nicht. Ja, es ist schon eine Weile her. Also ich hatte, als ich da unten in Communications. Lass dich nicht einen Bären aufbinden. Lass mich trotzdem ausreden. Als ich in Communications langweilig. Nein, da ging es noch um dieses Download-Upload und der komplette Download und Upload ist noch da durchgelaufen. Also die ganze Zeit hatte Reggie, das ist schon ein bisschen her, aber er war halt da drüben. So. Ja. Deswegen wollte ich nur wissen, wo jetzt zum Schluss war. Der Double R-Move. Ja, ich habe auch sonst nicht viel gesehen. So. Ja. Also ich habe halt Nico einmal ganz rechts gesehen. Also Robcho hatte keine Gelegenheit, dort zu töten, der war eigentlich bei mir. Ach so. Ja, stimmt, genau, konnte ich nicht.
Ich wüsste jetzt nicht, wann du, also höchstens du bist irgendwie mal gewendet und ich habe es nicht mitbekommen oder sonst was, aber yes, eigentlich okay, waren ich wir relativ nicht zusammen. Ich wende okay nicht. Ja, dann können wir no jetzt auch erstmal noch skippen, also aber ein Nico paar kann sein, ich sind sein, sozusagen ohne Alibi, aber es ist noch nichts Offensichtliches. Wie viele Tasks habt ihr denn noch? Ich wollte gerade sagen, Benny, wo warst du eigentlich? Durch. Ich habe, glaube ich, noch drei, aber alles rechts. Also ich muss noch dorthin, wo Reggie gerade ist. Ja, ja, ich auch. Ich muss dorthin, wo die Blumen wachsen. Ich habe halt noch zwei Tasks in Navigation und einen da im Gang davor. Ja, Conan, wir haben eben vergessen, die Voting Time zu minimieren. Was können wir gleich das noch stimmt machen? Das stimmt. Halt, nur 120 genau Sekunden sind genug. Wieso, ja, ist doch gut, ein bisschen quatschen. Ja. Oh, ist viel zu viel. Also ich muss auch zwei Warring Tasks machen und den ab. Was für Tasks? Wiring Tasks. Ah, okay. Perfekt. Ja, ich muss noch eine Task in Auto und in Navigation machen. Dann bin ich fertig. Ja, ich muss aber noch einen. Ich muss noch. Gut. Ja, also im Prinzip, ne, sind wir durch. Schon wieder. Reggie ist so für mich ein bisschen sassy, aber mal gucken. Meine, er war jetzt gerade in Reactor, es ist Sinn, es ergibt Sinn, dass er hier hinterherkommt. Ich habe jedenfalls meine Tasks durch und er hat jetzt auch kurz hier was gemacht. Es ergibt irgendwo Sinn. Okay. Nico. Ich meine, er kann einen Task dort haben, ne? Wissen wir ja. Okay, könnte ein Task gewesen sein. Da ist Benny. Reggie. Nico. Alles ganz wild hier. Benny weiß nicht ganz, was er tun soll. Ja, viel Spaß weiterher zu gucken. Nice! Conan, hast du mich eigentlich noch gesehen da? Ich wusste es die ganze Zeit. Ja, easy. Doch, Reggie. Okay. Ja, natürlich, Reggie, wer denn sonst? Ich fahr im Reactor, ja genau. Ja, die Zeit hätte er haben können. War ich im Reactor? Die Zeit hat er wirklich gehabt. Aber er war halt im rechten Bereich, das war, was ich sagen wollte. Ach, halt die Fresse, ich war im Reactor. Ja, aber sie ist Cafeteria nicht. Reggie, aber war doch egal. War richtig saß, so richtig mega dächtig war der. Ja, das stimmt, ich war trotzdem Reactor. Aber hast du mich nicht gesehen, wie ich mich quasi direkt zu dich gewendet habe? Wann? Wir brauchen einen Task mehr. Ja, ich glaub's auch. Ja. Und weniger Talking-Time, ey. Also wenn Robby seine Task macht, dann ist es zu wenig. Ja. Ja, ich mache eine Short-Task rein. Ich hätte gerne 10-mal Upload. Ich wende mich quasi direkt zu Conan, aber er sieht's nicht, weil er an den Kameras ist. Er sieht es nicht! Der Shiri sieht es nicht! Oh, was machst du? Ein Short-Task mehr sollte reichen, das sind ja insgesamt 5 Tasks. Ja, ich habe jetzt mal die Discussion-Time komplett rausgenommen, dass wir direkt voten können, weil es immer so 15 Sekunden, bis man zum ersten Mal voten kann, ist irgendwie Quatsch. Und habe jetzt dafür 135 Sekunden Voting Time gemacht. Geil! Sehr gut. Cool. Und ja, eine Task, eine Short Task mehr. Ist, finde ich gut. Ja, ich soll aber auch mal gewinnen können. So. Also wenn ich Imposter bin, dann hier werde ich mir einen kurzen genehmigen. Ne? Alles klar. Gut, sind wir alle wieder mach drin? Das. 1, 2, 3, 4, 5. Alles ist drin. Sechs. 6. Ja. Ach, da unten steht ja sogar 6 von 6. Genau, ja, unten, Mann. Genau. Da würde 5 von 6 stehen, wenn noch einer fehlt. Wie zähle ich überhaupt? Ich bin ein Trottel. Wie weit ist die Aufnahme schon? Ja, genau. Hier ist schon so zu Ende. Oh. Crewmate. Crewmate. Es wird nicht besser. Okay, wir gehen gleich hier hoch. Gleich der wunderschöne Download. Ach, es ist doch herrlich. Es ist doch einfach nur herrlich. So. Und gleich zum Upload und dann haben wir unsere Ruhe. Wobei es andersrum ist, ne? Jetzt ist es der Upload und... Nee, passt ja. Man lädt es erst runter und dann lädt man es wieder hoch. So funktioniert das. So, haben wir hier... Wir haben auch wieder die Karte, okay. So. Dann bei Shields. Oha. Ich habe gerade vor meinen Augen gesehen, wie ein Robcho gemacht hat.
Warte mal, was? Ich habe nur die Leiche dort liegen sehen. Ja, ich auch. Aber mir ist entgegen ein Robschuh gekommen. Ah, dann haben wir einen Shapeshifter. Okay. Ja. Wo warst du denn da, Benny? Benny kam aus Shields. Ich bin von oben nach unten gekommen. Hä? Also das ich kam halt von Navigation. Ganz rechts. Erstmal die Leiche lag oberhalb von Communications in dem Gang. Ich bin gerade reingekommen, genau. Von links hinter mir ist Xehan. Und rechts kam gerade auch Benny rein. Also irgendjemand hätte jetzt auf jeden Fall die Leiche reportet. Ich hab Benny nicht gesehen, deswegen okay. Benny war bis gerade noch mit mir in O2 und er ist dann, also in der Gegend da und ist dann runter. Also das passt auf jeden Fall zusammen. Ich war die ganze Zeit oben bei Weapons und dann in O2. Okay, und dir ist ein Robschuh entgegengekommen, oder was, Benny? Genau. Okay. Jetzt kann man sich ja nicht selbst shapeshiften. Also haben eigentlich doch gerade alle ein Alibi. Achso, ja. Also entweder... Außer einem Wedgie. Warte. Also entweder Benny hat gerade eine Geschichte erfunden und der war das selber, oder... Das war Reggie. Also es könnte... Ja, es ist richtig. Oder Conan war es selber. Achso, warte mal, Reggie, du hast aber... Also wenn, nee, Benny, du hast Conan auch gesehen, also, ja? Da. Das Ding ist halt, wenn die Geschichte von Benny stimmt, kann es Conan nicht gewesen sein, weil ich die letzten 10 Sekunden mit ihm zusammen war. Ja, okay. Xehan kann es auch nicht gewesen sein, weil der war hinter mir. Also der ist praktisch mir gefolgt. Nach unten. Von Admin aus runter. Ja, okay, dann kann es ja nur noch einer sein. Also außer, stopp. Xehan, wo kamst denn du her? Also bevor ich in Admin war, meinst du? Ach Gott, ich glaube, dann könnte es natürlich theoretisch sein, dass du vorher unten warst und bist dann hoch zu mir und wir sind gemeinsam runter. So, ja, aber dann hätte Benny doch nicht vor 2 Sekunden den Robschuh gesehen. Ja, richtig. Ja. Also richtig. Ihr beide hättet keinen Grund zu lügen, es würde ja nur einer lügen. Aber klar, also ich würde jetzt trotzdem skippen, by the way. Aber ich kam gerade vom Reggie Scanner sagt gar nichts aktuell, ich finde ihn irgendwie sass. Okay, dann freue ich mich selbst. Alles klar. Uff. Oh, hätte ich ihn's auch noch. Oh, ich hätte es. Schade, habe ich blöd gemacht. Hätte ich fast. Naja. Den hätte ich auch rausvoten. Ich hätte ihn rausvoten können. Ich hätte nicht gedacht, dass Nico ihn jetzt votet. Aber das hat ihm wohl gereicht als Dings. Also ja, ich finde Reggie irgendwie sass. Aber es könnte jetzt natürlich auch. Könnte es auch Nico? Was ist Nico? Kann ich. Ach, in Shields muss ich. Könnte es? Ach Gott, das sind ja nur... Oh Gott, 15 Sekunden. Scheiße. Ich habe nicht aufgepasst. Oh Gott, das schaffen wir nicht. Also wenn jetzt nicht die anderen dahin gelaufen sind, könnte es... Ach du Scheiße. Hier ist keiner oder was? Nein! Alles klar. Was war denn das denn jetzt? Was soll das denn? Eine Sekunde! Ich war gerade hochgelaufen, ich hätte nur noch klicken müssen auf die Scheißhand. Ey, Reggie? Ja? Was war denn das denn? Und ich dachte schon, ich bin spät an der Hand. Oh, fuck. Ich war eine Sekunde zu spät, weil ich erst diesen Scheißauftrag in Shields gemacht habe. Das war vielleicht mit. Dann ist mir aufgefallen, fuck, das ist ja nur 30 Sekunden und dann war es zu spät. Das war vielleicht mit auch meine Schuld, weil bei mir hat gerade ein Lieferant geklingelt und ich musste ein Paket annehmen. Play off. Der Lieferant ist der zweite Imposter. Ja. Zwei Sachen ärgern mich an der Runde, wie ich dich falsch gemacht habe. Ich hätte Reggie rausvoten können. Ich habe nicht gedacht, dass Nico ihn jetzt votet. Ich dachte, wir skippen, weil es noch nicht reicht. Ja, aber ich dachte, die Sache ist gelaufen, deswegen habe ich mich selbst gevotet. Ey, ich hätte dich einfach rausvoten können. Mist. Ich dachte mir auch so eine kurze Zeit lang, soll ich ihn jetzt voten oder nicht? Ich war mir halt... Es war halt eigentlich wirklich so, du warst der Einzige ohne Alibi. Alle anderen konnten gegenseitig sich clearen. Hey Benny, ja. ich habe eine Frage bei Benny jetzt. Wenn du siehst, dass eine Person die andere Person killt und dieselben Namen haben, dann würde ich ja an deiner Stelle erstmal die andere Person verfolgen und warten, bis die sich ihre Form wieder ändert. Dann weißt du nämlich direkt, wer das auch ist. Ja, aber Benny konnte ja nicht, weil ich habe ja gereportet. Ach, du hast... dann will ich an deiner Stelle nicht direkt, ne? Also, ja, ich habe das doch nicht... Ich hab die Leiche gesehen und reportet natürlich. Natürlich, ja. Der kam ja von links, wir haben den Robschuh nicht mehr gesehen, weil der nach rechts weggelaufen richtig. Ist. Ach so, ich glaube euch nicht. Ich habe nur das Einzige, was ich nicht verstanden habe, also weswegen ich ein bisschen hesitant war, Reggie zu voten. Was war jetzt nochmal genau das Alibi von Nico?
Er war mit Benny oben. Dass ich mit Benny oben war und er dann runter ist, also. Ja, aber hätte er nicht theoretisch hochgehen, sich verwandeln und wieder runtergehen können, oder wäre dafür keine Zeit gewesen? Weil ich wusste nicht zum Beispiel wirklich, gar nicht, Also für mich klang es so, wie wenn die zusammen wären und keiner Zeit hatte, die zu töten. Ja, okay, für mich klang es nämlich noch nicht so, deswegen war es für mich noch nicht zu 100% klar, dass es Reggie sein musste. Fand das so witzig, dass selbst ich nicht wusste, wer mich gekillt hat, weil... Ja, wenn du von dir selbst gekillt wirst, ist das natürlich... Ja, ich war dann klar, ich wusste auch, dass es Wedge ist, und dann habe ich ihn auch verfolgt, als Geist halt so... Okay, macht halt erstmal nichts. Kurze Frage, wie lange ist die Aufnahme schon? Halbe Stunde. Halbe Scheibe, so wie die Erde. So, nächste Runde. Ich habe eine Scheibe Bleistift. Los geht's. Oh, scheiße, das ist mir in den Öl reingerutscht. Huch. Ja. So, diesmal bin ich es nicht, aber Robby wollte ich mich trotzdem wetten. Gerne. So, ja, Reggie katapultiert wieder. Oh, das ist so lange her. Es ist so lange her. Oh mein Gott, es ist so freaking lange her. So, ich mache hier erstmal Download. Download ist fertig. Jetzt mache ich Upload. Steht da nicht so dumm rum, Mann. Hä, ist der gewendet? Ist der Mechanik? Weiß es nicht so genau. Okay, sie haben es geschafft. Sehr gut. Habt ihr gut gemacht. Stolz auf euch. Alle auf einem Haufen. Nur Reggie nicht. Reggie ist da so ein bisschen alleine. Schwierig, was ich hier wieder tue, ne? Ist alles so schwierig immer. Scheiß drauf. Es sind so Kills, die sind super dumm. Weil Benny wird, die werden den jetzt reporten. Und ich bin aus der Richtung gekommen. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ach so, langweilig wieder, ey. Das ist ganz schlecht. Ich weiß. Der Letzte, der runtergekommen ist, bist du, Conan. Entweder ich bin im Post oder ich bin der Erste, der stirbt. Ich hab das Nico-Syndrom, glaube ich. Das war das jetzt von Electrical dann wieder nach links oder wie in die Richtung? Ja. Wo liegt denn die Leiche? Waren wir da nicht gerade alle wegen dem Reaktor? Ja, aber du warst als letztes da, oder? Also das sehe ich. Ja, so. Ich behaupte tatsächlich, dass ich der Letzte bin, der aus Reaktor rausgegangen bin. Und da hat Reggie auf jeden Fall noch gelebt. Ich erinnere mich aber auch nicht, dass... Mir ist aber auch niemand entgegengekommen, weil ich dummerweise durch den Vent abgehauen bin, weil ich Ingenieur bin. Ja, das war geil, dass du direkt zum Reaktor gesprintet bist. Das fand ich gut. Ich habe mich schon gefragt, ob du Imposter bist, weil du bist von Admin, aber ich habe dann gedacht, wenn du so offensichtlich vor mir da wegwendest, dann. Ja, natürlich. Du bist in Admin gewendet. Aber natürlich ist es ja doppelte Psychologie, Conan. Aber wenn man Ingenieur ist, will man es auch nutzen, also das ist so ganz klar. Okay. Ja. Also während. Aber gut. Aber Cern, ich habe dich ja dann auch noch gesehen, wie du runtergekommen bist, aber du warst nicht tatsächlich der Letzte, sondern Conny war der Letzte. Es kann aber natürlich sein, dass so ein Shapeshifter war. Das Ding ist halt, ich bin mir jetzt 100% sicher, dass ich Conan gesehen habe. Als ich Reaktor verlassen habe... Du hast mich gesehen, ich bin gerade von Lower Engine rübergekommen, ja. Also als ich Reaktor verlassen habe, waren nur noch Reggie und ich drin. Das kann ich schwören. Also es kann natürlich sein, dass Conan zwischendurch bei Security war und wieder rübergekommen ist, nachdem ich gewendet bin, keine Ahnung. Wo bist du dann hin nach Reaktor? Gott, ich muss mir nochmal kurz die Map anschauen, wo alles... Ich bin gewendet und dann unten in Lower Engine wieder aufgeploppt und dann sofort nach Electrical reingegangen. Das ist ja, und da waren Benny und ich ja auch und... Ja, da ich waren war da auch, hallo. Ja. Also ich dachte mir nämlich schon... Ah, dann können es jetzt echt noch mehrere gewesen sein, da ist noch nichts klar, ne? Also ich habe halt Conan wirklich nicht gesehen, also es kann natürlich sein, dass das trotzdem war, aber dann sind wir uns gerade quasi vorbeigelaufen. Aber ich habe ihn wirklich als Letztes gesehen, deswegen... Am
Guck mal, wir haben voll die gute Voting-Zeit, immer passt doch perfekt. Gott, ich kann nichts klicken, weil ich die Map noch offen habe. Hilfe. Okay. Ich werde gewotet! Kein Thema. Nach allem, was ich für dich getan habe? So. Okay. Den ersten Kill haben wir schon mal, naja, nicht so sauber über die Bühne gebracht, aber wir haben ihn über die Bühne. Alter, das ist so weird, wie er einfach. Das ist so weird, wie er einfach hier, ne? Soll ich so tun, als wäre er für mich sass? Ich weiß es nicht. Irgendwie halt schon, ne? Trennen die sich. Also ist mir alles noch zu. Es ist mir alles noch viel zu risky hier. Wenn, aber das Ding ist ja, er ist jetzt ja schon. Wenn ich jetzt wente. Wenn ich jetzt wente, dann würde ich mich verdächtig machen. Weil es gibt ja nur einen Ingenieur. Ich habe ja immer eingestellt, dass es jede Rolle nur einmal gibt. Ob das die anderen jetzt wissen, weiß ich nicht, aber ich weiß das. Deswegen riskiere ich das natürlich jetzt nicht. So. Ich habe jetzt die Wires gemacht und die führen mich zu Dings nach oben. Wie heißt der Quatsch? Navigation, genau, dahin führen die mich. Oh shit, jetzt hätte ich fast gekillt. Das wäre nicht so gut geworden. Oh nein. Die Kamera ist an. Ganz wichtig. So. Kamera ist immer noch an, ich kann nichts machen. Machen wir den hier nochmal. Aber die sind recht schnell mit dem Clearen. Die sind viel zu schnell mit dem Clearen. Ich werde halt wenn ich Pech habe, verliere ich über Tasks. Jetzt sind die alle dort gewesen und jetzt. Ah, mal gucken, ob sie ihn finden. Ich muss halt noch 2 Kills machen. Scheiße, den sieht man auf der Kamera. Den sieht man auf der Kamera! Oh mein Gott. So, ich reporte. Ich wollte gerade reporten, den sieht man auf den Kameras. Ja, ich habe gerade Konnenkun 90 gefunden, der lag der liegt im Admin. Admin vor dem Upload-Panel. Man sieht in den voll lustig so. Auf der einen Kamera sieht man den gerade so am Rand noch. Ja. Sieht man so einen Knochen. Bei Admin liegt der, ja, okay, genau. Warte mal. Das ist ja interessant, ich war ja auch gerade bei Cameras und da habe ich das nicht gesehen, aber ich habe auch nur eine Sekunde drauf geguckt. Der ist wirklich so nur so ein kleines Stückchen, siehst du so von einem Hals, von einem kaputten. Ja, habe ich das nicht gesehen. Okay. Ich will übrigens kurz anmerken, dass wir, glaube ich, fast wegen Tasks gewonnen haben, weil ich habe noch genau einen Task und zwar muss ich noch den Upload bei Admin machen, deswegen war ich überhaupt gerade da. Ah, ich bin fertig. Und aber wenn ich meinen Task durch habe, sind fehlen vielleicht noch 2 andere von anderen Leuten. Ich glaube, ich habe noch so ein Wires-Ding, irgendwas in Electrical Blink da noch auf. Alle Sabotageakte haben wir erfolgreich abgewehrt. Ich bin stolz auf euch. Also ich würde jetzt jedenfalls Conan clearen. Weil einerseits waren wir wirklich jetzt dann beide bei Kameras und andererseits habe ich vorher, also habe ich ihn mehrmals gesehen und er hat mich nicht gekillt, wo wir alleine zusammen waren irgendwo. Also das, Also worten wir Nico. Ja. Easy skip. Ich würde auch skippen, das gewinnen wir über Tasks, sag ich. Okay, steile These. Das befürchte ich auch. Ich muss ja noch 2 killen und das wird nichts. Steiler als der Kilimanjaro, Junge. Das wird nicht. Wie soll ich noch 2 killen mit dieser Cooldown? Das kann ich nicht schaffen. Ich habe jetzt gesagt, ich muss in Electrical, ne? Also muss ich da jetzt reinlaufen, sonst mache ich mich böse sass. Ja, was soll ich tun? Der macht jetzt seinen Task zu Ende. Ich habe ja keinen echten Task. Was soll ich tun? Die Nummer ist durch. Aber ich habe 2 Kills gemacht. 2 Kills sind 2 Kills. So. Wo kann denn so ein Wires-Ding noch hinführen? Weiß es nicht.
Aber ich brauche jetzt halt auch noch jemanden. Ich müsste jetzt halt noch jemanden finden. Scheiße. Ja. Ich hatte sowas von recht. Ich danke für den Clear, Nico. ich habe mich schon gefragt, du warst was? Das wirklich? Ich war das. Ja, natürlich war er das. Wie kann... Hä? Okay. Ich habe auf der Kamera einen kleinen Pixel gesehen von einem Knochen. Ich habe eigentlich gedacht, es war schon in dem Moment, wo Benny mich da... weil natürlich kam ich da gerade von oben und habe gerade frisch gekillt. Das war sehr ungünstig. Ja, ich hätte dich ja gecallt, aber ich soll ja ernsthaft spielen, deswegen habe ich nichts gesagt. Ja, gut. Also was ist eigentlich ein Kilimanjaro, Junge? Das ist ein Berg. Nein, ich verstehe das nicht. Das ist, okay. Ich möchte wissen, was ein Kilimanjaro-Junge ist. Ach so. Okay. Den Berg kenne ich auch. Was ist das? Das ist ein Junge, der auf den Berg geht. Ich habe keinen Sound mehr. Interessant. Ich wollte übrigens nichts sagen, als du das mit der Leiche auf der Kamera behauptet hast, weil tatsächlich, wo der lag, hätte man die auf der Kamera nicht mehr gesehen. Doch, man sieht tatsächlich ein kleines Stück. Ja, echt? Deine Mutter sieht man. Das fand ich voll lustig. Und ich habe dann nur gedacht, ich stand jetzt an den Kameras und dann dachte ich so, scheiße, wenn die denken, man hätte das sehen können, ich muss reporten. Das war das Problem, du dachtest, so neue Runde. Aber man hat es tatsächlich gesehen. Ihr könnt es ja dann auf YouTube gucken. Ich hätte gesagt, er lag zu weit rechts, aber okay. Gut. Nee, tatsächlich ein kleines Stück sieht man von ihm. Das sah lustig aus. Also ich fand das eigentlich ganz convincing, Conan. Du hast mich verstehen Sie? Das freut mich. Convincing. Dann habe ich meinen Job ja gut gemacht. Also bis auf, dass ich mich zu sehr ersatz gemacht habe, habe ich meinen Job trotzdem gut gemacht. So. Ich war seit langem wieder im Poster, ey. Das ist jetzt echt ewig her gewesen. Und trotzdem bist du noch so schlecht. Jetzt bin ich dann mal im Poster. ich bin wieder. Ich hab wieder Sound, sehr gut. Ich hatte eben. So. Okay, wir sind nicht mehr Imposter. Jetzt kann es auch wieder 10 Parts dauern, bis ich Imposter werde. Ja doch, ich hab Sound, okay, alles klar. Ach ja. Naja, zwei Kills nehme ich mit. Also das ist okay. Ich habe zwar nicht gewonnen, aber die 2 Kills nehme ich mit. Bin schon froh, wenn ich das geschafft habe. Und ein paar Runden überstanden habe vor allem auch. Auch dann bin ich schon froh. So, oha, beide muss ich machen. Sehr schön, das ist natürlich super angenehm. So schnell 2 Tasks wegzuhaben, perfekt. Oh, Admin ist auch wieder das Doppelding. Der Upload und der Dings. Perfektico. Xeh. Da liegt Nico. Da geht's los. Okay. Hat den niemand gesehen? Wo lag der? Hab den gerade gesehen. Wo ist er? Nico liegt links oben in Storage. Ja. Links oben in Storage. Ich gerade beim Vorbeigehen gesehen. Xehan und ich wollten gerade hochlaufen. Ja, ich habe ihn gesehen, als ich ihn gekillt habe, ja. Ich kam auch gerade von oben. Und dann waren da Xehan, Conan und die Leiche. Ich war nur links und habe meine Aufgaben gemacht. Ich kann zu meinem Alibi sagen, dass die Tür zum Storage, die war zu. Und ich war halt im Admin und hatte dann noch... Hätte ich meine Electrical Tasks nicht gemacht, wäre ich direkt ins Storage gelaufen und hätte ihn wahrscheinlich gesehen. Aber da ich Crewmate bin Benny, und meine Aufgaben machen musste... entgegen? Warst du aus Storage rausgekommen Richtung Shields? Nein. Wir waren am Anfang zusammen und dann bin ich unten bei Shields dann zu Communications abgebogen, um halt Download zu machen. Also... Du und Xehan seid wahrscheinlich weitergegangen. Dann kam Xehan entgegen. Irgendeiner kam entgegen. Wo kamt ihr denn? Conan, fang mal an. Wo kamst du gerade? Nee, Conan, fang ich, mal an. Ich bin über Weapons nach Navigation, nach Shields und muss jetzt in Admin weitermachen. Und als ich von Shields hoch zu Admin wollte, habe ich in Storage dann die Leiche liegen sehen. Wo übrigens einige dran vorbeigelaufen sind und einfach keiner hat was gemacht. Hast du nicht kurz mit mir weiter? Nico liegt da einfach rum und keiner macht was. Ja, warum weißt du, Nico will ja in Ruhe sterben und du lässt ihn einfach nicht in Ruhe, ey. Er ist ja schon gestorben. Also ich wollte auch gerade zu Admin die Karte durchziehen und bin dann mit Conan zusammen. Ja, ich wollte auch zu Admin, Leiter. Ja, wollte ich auch, ja. Okay. Alle wollten zu Admin. Okay. Nee, ich war... Conan? Du bist schon wieder sus. Ja, da Conan, hallo. Ja? Warst du nicht mit mir in Admin? Ich war noch nicht in Admin, ich will hochgehen jetzt. Also jetzt gehe ich runter, weil ich von Kaffee... Wie eine Bombe! Ich hab Ela gesehen. Das kann auch ein Shapeshifter sein. War denn sonst noch irgendwer in Admin oder war das Nico? Ich nicht. Weißt du, hast einen Conan in Admin gesehen? Ich glaube, es war Lila. Das ist schlecht. Ja.
Ich war nicht in Admin. Nein, der sieht ja fast clean aus. Ich war nicht in Admin. Ich war doch in Reactor, habe ich doch eben gesagt. Also wenn er ein kaputtes Visier hatte, wäre es ich mit Shapeshifter gewesen. Aber wenn der eine Maske auf hatte, wäre es Robju. Das ist beides ein bisschen wieder. Aber blass mich doch ein. Mach ruhig. So. Aber wer macht... Boah, ich wüsste noch nicht so wirklich, wer das jetzt sein könnte. Vor allem, wenn es einen Shapeshifter gibt, wird es richtig schwierig. Ach, leck mich doch fett. Danke. Geht doch. So, Electrical ist der nächste Ort. Ich finde Xehan aber so ein bisschen... Ich meine, der ist doch direkt dran vorbeigelaufen. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Der killt mich jetzt gleich. Sag ich ja. Scheiße. Scheibenhonig. Oh, Nico ist Engel und konnte mich nicht schützen. Das ist natürlich ärgerlich. Hi. Ich dachte, ich sag mal hallo. So, machen wir mal kurz den Quatsch. Oh, nee. Bitte wartet noch mit dem Entdecken meiner Leiche. Okay. Der gute okay. Conan liegt in Electrical. Das war so klar. Es war so klar, dass da jemand gekillt wird. Okay. Niederlag der klassische Electrical. Wo lag der in Electrical? Oben halt. Okay, weil ich über den, nicht, also ich habe gerade die Lights wieder angemacht in Electrical und ah ja, okay, gut, der lag oben. Also ich habe da niemanden liegen sehen. Ich war gerade vor kaum 10 Sekunden drin. Also Xian war auf jeden Fall drin und ich bin dran vorbeigelaufen. Ja, wie gesagt, ich habe gerade das Licht wieder angemacht, wie du vielleicht. Ja, ich hätte Lights fixen können, aber ich bin eiskalt dran vorbeigelaufen, weil ich das Team nicht fand. Dann habe ich oben links den Pass gemacht. Hätte er natürlich auch schon länger dran liegen können. Glaube ich nicht. Das ist halt die Frage, also, wie lange er schon. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe aber auch keinen Report-Button bekommen. Also der muss wirklich sehr weit oben gelegen haben. Oder der war noch nicht ja, drin, ja. Aber das halte ich für unwahrscheinlich, weil, wie gesagt, ich war halt literally gerade drin. Kann das theoretisch sein, halt... ihr macht seine Aufgabe, dann kommt hier der Imposter durch den Vent, killt ihn und geht wieder woanders hin. Das ist ja theoretisch möglich, ne? Ja, lag ja. Der denn ja, auf ja. Dem Vent oder wie war das? Der lag direkt neben dem Vent. Okay. Ja, dann also kann das sein. Kann natürlich so also. Es wäre natürlich lame, aber damit muss denn der Imposter leben, ne? Das ist ja okay. Wenn es also, denn so war, wir wissen es natürlich nicht. Also ich war in Security, da hätte ich theoretisch hinwenden können, aber ich war es nicht. Ach so. Bist du ein Wissenschaftler? Nö. Ach so, okay. Er ist Ingenieur, wenn dann. Das war nicht meine Frage. Nee, ich meinte nur, wenn ich jetzt der Imposter wäre, dann hätte ich hinwenden. Bin es ja natürlich. Aber würdest du so einen langweiligen Kill machen mit Vent und dann wieder wegwenden? So einer bin ich doch nicht. Okay, dann ist ja gut. Nicht für Conan. So, Xian, was machen wir? Task. Xian, so. Okay. Ja, hätte ich auch gesagt. Ich brauche nur noch eine Task. Ich brauche noch zwei. Ich muss noch Wires machen. Wer es nicht gesehen hat, kann nicht sofort Xian verteidigen. Geil. Verdächtigen. Denke ich mal. Alter, was geht denn mit meinen E-Mails? Wieso kriege ich jetzt ständig hier E-Mails? Haltet doch die Klappe. Ich hoffe, man hört die nicht alle. Gut. Tasks, fertig. Problem? Ich glaube, ich kann bei O2 nicht helfen, ne? Hier oben ist niemand. Ach, da war schon jemand, okay. Ja, aber sehr gut, dass Nico hinterher ist. Und schön aufpasst. Hier gibt es jetzt gleich einen Kill. Engel, do your thing.
Lol, die Blume von Nico liegt immer noch hier. So richtig sad, dass Nico weg ist. Ja, wo fehlen jetzt noch die Tasks, Leute? Hast du Xian aus den Augen verloren? Wieso bin ich schneller? Achso, ich bin nicht schneller. Nice. Endlich, ey. Scheiße, Alter. Das warst tatsächlich du. Natürlich war tatsächlich Xian. Ja. Ja. Ich hatte, aber ich hatte, verstehe schon, dass das ich... Wires hat machen. Mein Shield eigentlich was gebracht? Hattest du versucht, Reggie zu töten? Da mal... wann oder war nicht? Das? Also sagen wir es mal so, ich kann mich nicht daran erinnern, geblockt worden zu sein. Also selbst wenn du es gemacht dann hast... nicht funktioniert. Ja, dann kriegst du auch eine Animation, also das ist sehr ja. Ach man, Xeane, du warst die ganze Zeit verdächtig, du hast viel zu wenig gesagt, die Runde. Ja, ich dachte auch, dass Xeane dann ist. Ich muss noch Wires machen, da war für mich der Kicker, war klar. Auch als ich Oxygen gemacht hat, dann hatte ich das Gefühl, dass er mich verfolgt. Ja, ich habe ich tatsächlich auch. Ich hatte leider noch eine Sekunde zu lang Kill Cooldown. Ich wollte dich da jetzt nicht mitten in Cafeteria killen. Das wäre ein paar Minuten. Xean, der Electrical Kill. Ja, wie ist abgelaufen? Ich habe Conan locker 20 Sekunden verfolgt oder so, schön in Sicherheit gewogen und dann, als er sich in Electrical an irgendeine Task gestellt hat, zack, weg. Du hast mich nicht in Sicherheit gewogen. Ich habe die ganze Zeit gesagt, der killt mich gleich, der killt mich gleich. Ja, das kannst du ja immer sagen. Aber dann soll ich sagen, habe ich es gewusst oder? Ja. Ja, doch, weil er ja war schon beim ersten Mal schon so. Ich habe ja schon gesagt, da kam mir Xen entgegen und der hat die Leiche nicht gesehen. Das kam mir schon so komisch vor. Ja, das war ein bisschen unlucky. Also ich habe mich zusammen mit Nico in dem Raum eingeschlossen und ihn dann gekillt und ich wollte mich da eigentlich raussneaken. Dann kamen mir aber plötzlich alle entgegen und da war ich ein bisschen panisch geworden. Bist du nach dem Electro-Kill dann gewendet oder aber nicht? Aber hättest du einfach selber, also hättest du einfach reportet, wäre es für mich, wie du hast ihn auch gerade zum ersten Mal gesehen. Für mich ja, war es nur deswegen komisch, weil genau. Also die war halt eigentlich ziemlich deutlich da gelegen, die Leiche. Das Problem ist halt, ich wollte eigentlich nicht reporten, also ich wollte eigentlich, also ich hatte gehofft, dass die Leute noch ein bisschen dran vorbeilaufen und ich noch einen Kill rauskriege aus der Nummer. Okay, dafür war mir zu deutlich nur darum gelegen. Danke fürs Zuschauen. Genau, ja, 50 Minuten sind rum, da kann man mal abschließen. Ich hoffe, der Part lässt sich jetzt beenden und das OBS stürzt mir nicht ab. Danke fürs Zuschauen. Falls das Video, wenn es abstürzt, seht ihr das Video ja eh nicht. Richtig. Und tschüss. Ich kann aus da!